einschreiten möchte, weil ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, gegen die Kinder was durchzusetzen. Natürlich ist mir klar, ich bin als Beamter verpflichtet, die Anordnungen meines Vorgesetzten auszuführen, aber es gibt eine ganz klare Verantwortung für Rechtmäßigkeit. Und wenn ich als Beamter nur irgendwelche Zweifel habe, dass das, was dort abgeht, nicht mehr mit Rechtmäßigkeit zu tun hat, habe ich nicht nur ein Remonstrationsrecht, sondern eine Remonstrationspflicht. Und ich fühle mich als Englisch- und Sportlehrer nicht nur dafür verantwortlich, irgendwelche Vokabeln oder Grammatik durchzupauken. Ich habe eine Fürsorgepflicht, ich habe eine Obhutspflicht und mir liegt das Wohl der Kinder, die mir anvertraut sind, am Herzen. Ich mag in diesem Zusammenhang diesen Vergleich vom Dr. oder Professor Bhakti, der sagt, Masken sind so ungefähr, als wenn man mit einem Maschendrahtzaun einen Schwarm Fliegen abhalten möchte. Es gibt genügend Belege, wie wenig die Masken halten können. Es gibt aktuell von einem Apotheker, in der Apothekerzeitschrift vom August dieses Jahres, einen hervorragenden Artikel, der das nochmal ganz dezidiert zerlegt. Unterhalten Sie sich mit irgendwelchen Wissenschaftlern, Medizinern aus dem OP-Bereich, die alle wissen das Gleiche, diese Masken können nichts, da brauche ich Ihnen nichts erzählen. Diese Begründung habe ich eben ans Ministerium dann geschickt. In einem ersten Anlauf über meinen Chef ging das hoch nach München, wurde nach 3 Tagen natürlich abgelehnt. Ich bin dann zum ersten Schultag an die Schule gegangen und habe am Mittag zu meinem Chef gesagt, das stehe ich nicht, das mache ich nicht. Ich remonstriere auf der höheren Ebene direkt beim Kultusministerium ein zweites Mal. Ich habe einfach an dem ersten Tag mitbekommen und auch aus den Zeiten Juni, Juli, als nur auf den Gängen und beim Stundenwechsel die Maskenpflicht waren, was für Probleme es den Kindern verursacht hatte. Ich hatte ein Mädchen in der 6. Klasse. Wenn die in der Früh kamen, dann mussten die, bis die Klassenzimmer aufgesperrt werden, auf dem Gang die Masken anhaben. Wir liegen so ein bisschen mit der Schule etwas höher am Berg. Das Mädchen war ja etwas korpulenter, kam im Fahrrad hoch. Musste etwa 10 Minuten warten, weil sie sehr früh an der Schule war, hatte die Maske auf. Bis ich an die Klassenzimmertür kam, hatte sie einen hochroten Kopf, war am Hyperventilieren. Ich habe ihr dann sofort die Maske abgenommen. Es hat etwa 20 Minuten gedauert, bis die Gesichtsfarbe wieder normal war. Wie bekannt ist, haben diese Masken extrem viele Nachteile. Viele Kinder haben damals schon, wo noch nicht für die gesamten 10 Stunden des Tages, wie jetzt in den ersten 9 Schultagen in Bayern, die Maskenpflicht war, also nur für diese paar Minuten schon über Kopfweh und Schwindel geklagt. Wir haben Kinder gehabt, die gesagt haben, sie sehen schlecht, wenn sie die Treppen runtergehen. Wir haben Kinder gehabt, die sagen, sie können sich nicht konzentrieren. Sie kennen die vielen Faktoren, die noch mit reinspielen. Es ist ein Faktor, der für mich ganz entscheidend ist. Kinder müssen Mimik sehen. Kinder müssen sehen, wie der Lehrer, der sie anschaut, der mit ihnen spricht, wie der über sie denkt. Das Lehrergesicht muss sichtbar sein, so wie das Schülergesicht. Kinder können sich nicht so einschätzen wie wir Erwachsene über das, was gesagt wird. Sie brauchen diese Gesichtsmimik. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sie können sich auch vorstellen, wenn Sie Englisch unterrichten, erste Stunde an diesem ersten Schultag, 10. Klasse, doch schon eigentlich die Älteren, die das ein bisschen besser handeln müssten. Mädchen, die nach dem 3., 4. Satz bei einem neuen Lehrer sich auf Englisch vorstellen sollen, so ein bisschen was von sich erzählen sollen, ziehen nach 4, 5 Sätzen die Maske ab und sagen, ich kann nicht mehr. Sie merken unmittelbar diese Reduzierung des Sauerstoffs. Und ich rede jetzt noch nicht darüber, was diese CO2-Anreicherung im Blut alles verursachen kann, die medizinischen Gründe. Es ist einfach, dass die Schüler eine echte Not haben und dass sie diese Not hier entweder sich trauen, kundzutun und die Maske abzuziehen oder wie in vielen Fällen einfach gar nichts sagen, weil sie eingeschüchtert sind, die Maske sich nicht abnehmen lassen, trauen und entsprechend dann lieber nichts sagen. Vor allem die Kleinen, erster Schultag, 5. Klasse, da ist ja die Maske halb so groß wie der ganze Kopf. Man sieht das Kind wirklich nur
ja, ganz knapp oben drüber, Augen, ein bisschen Haare und der Rest ist wirklich nur Maske. Das ist grauenhaft, das ist ein Verbrechen. Vor allem, wenn dann in der Öffentlichkeit nach wie vor Politiker sagen, wenn du das nicht tust, dann bist du verantwortlich für den Tod deiner Eltern oder deiner Großeltern. Wenn mir das einer mir sagt, dann läuft es mir selber kalten Buckel runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ein 10-Jähriger, der muss es mit seiner Psyche erstmal auf die Reihe kriegen. Ich habe in diesem Zusammenhang auch definitiv den einen oder anderen Kollegen gehabt, der diesen Spruch losgelassen hat. Und ich bin bei 63 Kollegen an dieser Schule der Einzige, der das kritisch sieht, der Farbe bekennt und der auch sagt, so kann es nicht sein. Muss ich akzeptieren? Ich kann es also dann, wenn ich eine sinnvolle Risiko-Nutzen-Abwägung mache, einfach nicht vertreten. Und das habe ich dem Ministerium nochmal in 3 Seiten Begründung geschrieben. Die Antwort des Ministeriums kam ebenfalls dann 2 Wochen später. Es wurde abgeschmettert mit der Begründung, es ist die Infektionsschutzverordnung, die momentan geltend ist. Und man könne gegen diese Infektionsschutzverordnung gar nicht remonstrieren, weil diese Anordnung eben von ministerieller Ebene kommt und nicht direkt von meinem Chef, Schulleiter, Vorgesetzten. Deswegen sei dieses Remonstrationsrecht für mich in diesem Fall überhaupt nicht geltend. Ich habe das jetzt mal an meinen Anwalt weitergereicht, weil ich das gerne überprüfen lassen möchte. Die zweite Frage ist eben, ob ich mein Gewissen geltend machen kann, falls es überhaupt dazu kommt. Momentan haben wir wieder ja nur die Maskenpflicht auf dem Gang. Ich weiß nicht, ob eine Maskenpflicht wieder eingeführt wird für einen längeren Zeitraum. Momentan steuern wir wohl eher auf eine, ja, denke ich mal, wieder Situation zu, dass wir Homeschooling machen werden müssen. Müssen wir mal schauen. Eins möchte ich in dem Zusammenhang ganz gerne noch erwähnen. Und das ist ein Satz von Wolfgang Schäuble, der Anfang September, Anfang nach der Sommerpause an die Abgeordneten des Bundestages gerichtet war. Und der schreibt Folgendes. Bereits nach 30 Minuten Tragedauer kann es je nach Art der Mund-Nasen-Bedeckung zu einem signifikanten Anstieg der CO2-Werte im Blut kommen, da die ausgeatmete Luft unter Umständen nicht so gut entweichen kann. Ein ständiges Aus- und Wiederanziehen der Mund-Nasen-Bedeckung ist aber auch nicht sinnvoll, da sich das Risiko einer Kontamination erhöht. Zwischendurch sollte man sie also zum Durchatmen eher unters Kinn schieben. So, wenn bei uns an der Schule ein Schüler, eine Schülerin in den letzten 2 Wochen eine Maske unter das Kinn schob, dann hatte es mit Repressalien zu rechnen, Verweis und so weiter. Also, wenn die Schüler von 8 bis 4:30 einschließlich Stundenwechsel, einschließlich Mittagspause gezwungen waren, die Maske zu tragen, dann kann ich nicht verstehen, dass für die Mitglieder des Bundestags solche Regeln nicht ebenfalls zwingend notwendig wären, weil das sind doch unsere Vorbilder. Sie sollten es sein. Für mich ist ganz klar, Sie sind gefragt, wenn Sie Mama, Papa, Oma, Opa sind, wenn Sie Ihre Kinder und Ihre Enkel in irgendeiner Weise hier schützen wollen, wenn Sie ihnen helfen wollen. Die meisten von Ihnen klagen eben genau über diese beschriebenen Phänomene, über Kopfweh und Schwindel. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder oder Ihre Enkel. Das ist nach wie vor ein ganz klarer Grund, sich dafür eine Mund-Nasen-Befreiung vom Arzt zu holen, damit das mit Ihren Kindern nicht geschieht. Vielen Dank.